Es gibt viele Gründe für ein neues Lenkerband an deinem Gravelbike, Cyclocross oder Rennrad. Egal, ob das alte Lenkerband verschlissen ist, du einen Refresh haben möchtest, eine neue Farbe ausprobieren möchtest oder einfach mal ein dickeres Lenkerband für etwas mehr Komfort ausprobieren möchtest. Allerdings gibt es fast genauso viele Gründe wie Möglichkeiten, das Lenkerband richtig zu montieren. Wir zeigen dir in diesem Video, wie du das am besten anstellst. Grundlegend hast du zwei Varianten zur Auswahl. Einmal von unten nach oben an klassischen runden Lenkern oder an vielen Aero-Lenkern kannst du auch den Abschluss am Oberlenker vermeiden, indem du das Lenkerband von oben nach unten wickelst. Bei dieser Methode ist es allerdings etwas schwieriger, das Lenkerband dauerhaft festsitzend zu montieren. Aus diesem Grund zeigen wir dir hier die klassische Methode. Zuallererst demontierst du das alte Lenkerband. Dazu stülpst du die Gummiüberzüge der STIs nach vorne. Löst die Lenkerendkappe und ziehst den Lenkerendstopfen heraus. Im nächsten Schritt löst du das alte Isolierband und wickelst das alte Lenkerband ab. Versuche möglichst wenig Klebereste auf dem Lenker zu hinterlassen und die Klebereste, die zurückbleiben, gründlich zu entfernen. Sollten bei deinem Lenkerband keine kleinen Endstücke beiliegen, die du für die STIs hernehmen kannst, solltest du, bevor du loslegst, nochmal kurz abmessen, wie lange die Stücke sind und entsprechend zuschneiden. Diese kleinen Stücke klebst du über die Schelle von den STIs, damit sich hier keine Lücken bilden. Wir starten mit dem Wickeln des Lenkerbands an der 6 Uhr Position des Lenkerendes und lassen das Lenkerband ungefähr halb überstehen. An der linken Seite des Lenkers wickelst du gegen den Uhrzeigersinn, an der rechten Seite des Lenkers wickelst du mit dem Uhrzeigersinn. Die Kunst beim Lenkerbandwickeln ist es, gleichmäßigen Zug auf das Lenkerband zu bringen und den Abstand zwischen den Wicklungen ebenfalls gleichmäßig zu halten. An den Lenkerbiegungen musst du etwas mehr Material überlappen lassen, da sich sonst auf der Außenseite Lücken bilden können. Für die Wicklung um die Bremsschaltgriffe gibt es verschiedene Methoden. Ich zeige dir jetzt meine. Du ziehst das Lenkerband bis fast zum Bremsschaltgriff hoch, gehst dann von der Innenseite einmal nach außen oben über den Lenker, versuch so knapp wie möglich vor dem Bremsschaltgriff vorbeizulaufen. Von oben über den Bremsschaltgriff gehst du jetzt nach unten innen und vorne am Bremsschaltgriff vorbei. Auch hier läufst du wieder so knapp wie möglich am Bremsschaltgriff vorbei und von vorne gehst du wieder zurück nach unten über den Lenker zurück, sodass du auf der Oberseite endest. Von hier aus wickelst du das letzte Stück einfach wieder gleichmäßig. Achte auch bei dieser Biegung wieder drauf, ordentlich Material überlappen zu lassen. Gerade bei scharfen Biegungen hast du sonst echt Lücken drin. Jetzt kommt nur noch der Abschluss am Oberlenker. Hierzu ziehst du das Lenkerband stramm und schneidest das Lenkerband im 90-Grad-Winkel zum Lenker durch. Das heißt, das Lenkerband eigentlich schief. So erreichst du einen geraden Kantenabschluss. Den meisten Lenkerbändern liegen sogenannte Abschlussstreifen bei. Die benutzt aber eigentlich niemand, sondern stattdessen einfach normales Isolierband, das du in jedem Baumarkt bekommst. Der Vorteil vom Isolierband ist, du hast so viel wie du brauchst und du kannst einen wirklich schönen Abschluss erzielen. Mein Tipp hier, setz an der Unterseite des Lenkers an, fang am Anfang mit viel Zug an und lass dann kontinuierlich etwas den Zug nach. So hast du einen festen Abschluss und eine schöne Optik. Zum Abschluss fehlt nur noch der Lenkerstopfen. Du stülpst die Enden des Lenkerbands um, stopfst sie in den Lenker und versiegelst das Ganze mit dem Lenkerstopfen. Und schon hast du hoffentlich ein neues Lenkerband montiert. Vielen Dank fürs Zuschauen!